Wir Stadtführer wissen von allerlei Geschichte und Geschichten aus Jüterbog zu berichten. Und unter anderem auch diese eine Geschichte, die sich hier im Kulturquartier im Mönchenkloster zugetragen hat, im Mittelalter. Sie heißt: Ein Sünder geht um sein Leben. Die Sage weiß von einem Gang von Franziskaner Mönchenkloster nach dem nahen Kloster Zinner zu berichten. Viele Leute hätten in früherer Zeit versucht, den Gang vom Franziskanerkloster aus zu durchwandern. Aber immer verlöschte das Licht und zwang den Neugierigen zur Umkehr. Nun, aber die Leute waren begierig darauf zu wissen, ob dieser Gang wirklich auch nach Kloster Zinner führt. So kamen sie auf die Idee, einen zu Tode Verurteilten in diesen Gang zu schicken. Der arme Geist hatte keine Wahl, um sein Leben zu erhalten. Deshalb gaben sie ihm das Versprechen mit, es werde ihm das Leben geschenkt, wenn er lebend in Zinner ankäme. Und so nahm er all seinen Mut zusammen und begab sich auf seine abenteuerliche Reise. Bis zur Hälfte des Ganges war er gekommen. Hier stieß er auf eine schwere Kirchentür. Dumpf hallten seine angstvollen Schläge, bis eine tiefe, gerade Stimme nach seinem Begehr fragte. Er antwortete: Ein armer Sünder geht um sein Leben. Das war sein hilfeflehender Schrei. Da öffnete sich plötzlich geisterhaft die Tür und eine geheimnisvolle Hand übergab ihm einen kalten Metallgegenstand, der sich später als silberner Kelch herausstellte. Von Grausen getrieben erreichte der Ärmste eilends das Ende des Ganges, die Kirche in Kloster Zinner. Und er war gerettet. Das war meine Geschichte.